Ein kleines Land im Herzen Afrikas, Burundi. Hier an den Ufern des Tanganyika-Sees ist die Luft von treibenden Rhythmen erfüllt. Klänge, die den Menschen hier in der Region seit Jahrtausenden vertraut sind. Es sind die Batimbo, die Trommler Burundis. Der Auftritt der Trommler folgt einer traditionellen Zeremonie, deren Ursprung weit vor die Zeit der belgischen Kolonisation zurückreicht, in die Zeit der Könige. Rhythmen und Bewegungen unterliegen einem Code, dessen Regeln die Musiker bis heute genau einhalten. Der 27-jährige Celestin Seyimana tanzt und trommelt schon seit 15 Jahren für Uchitem, den Club seines Viertels. Celestin lebt für die Ingoma-Tradition, die Tradition des Trommelns. Einmal pro Woche kommen die Trommler in Buyenzi zusammen, um die Belange des Clubs zu diskutieren, vor allem neue Projekte. Schatzmeister Claude Duvayo ergreift das Wort. Ich möchte euch mitteilen, dass man uns bittet, am Mittwoch in Gatumba aufzutreten. Das Konzert in Gatumba wird etwas anders werden als sonst, weil wir am Tag der Unabhängigkeit für Flüchtlinge spielen, die sonst wenig Freude haben. Nach Gatumba kommen nur selten Trommler. Wir werden am Mittwoch um 9 Uhr mit 20 Trommeln und dem Lastwagen losfahren. Also, wir haben Arbeit, die uns Geld einbringt. Das bekommen wir heute oder morgen. Heute ist der Auftritt in Gatumba. Früh am Morgen ziehen Emmanuel und Reagan die traditionellen Tunikas der Trommler in den Farben Burundis an. Reagan wird zum ersten Mal in diesem Gewand trommeln. Wie vor jedem offiziellen Auftritt singen die Trommler traditionelle Lieder von Einheit und Frieden, während sie die Stadt durchqueren. Hutu oder Tutsi? In der Gruppe der Batimbos mischen sich die Ethnien. Die Herkunft ist unwichtig. Juma braucht wieder etwas Hilfe beim Hieven der Trommel. Dann kann der Auftritt beginnen. Auf dem langen Marsch durch den Ort gesellen sich immer mehr Einwohner zu den Trommlern. Schließlich gelangen sie an das Ufer des Flusses Rusizi, der Burundi von der Demokratischen Republik Kongo trennt. Wie
Wie auch im Training formen die Batimbos einen Halbkreis. Bewährungsprobe für Jumas Trommel. Ihr Klang ist einwandfrei. Moment für Reagans Soloauftritt. Endet mit den Sprüngen von Maulidi. Ein Highlight jedes Konzerts. Die Trommler haben im Flüchtlingsort Gatumba nicht nur für ein paar glückliche Stunden gesorgt, sondern auch eine Botschaft hinterlassen. Unsere Botschaft lautet, dass die Trommeln keinen Unterschied machen, ob du Hutu bist oder Tutsi. Nein, ihr seid alle Bürger Burundis.